Sehr verehrte Zuschauer, herzlich willkommen. Es geht weiter mit dem Roleplay zu Crusader Kings 3, der Game of Thrones Mod mit König Aegon dem VI. Ich habe jetzt eine circa Woche oder anderthalb Wochen habe ich jetzt Pause gemacht. Weil ich einfach, weil es gerade zeitlich alles ein bisschen unter drüber war. Und ich werde jetzt auch diese Session ein bisschen kürzer halten, so etwa eine Stunde, also drei Folgen in der etwa werde ich jetzt aufnehmen. Und dann machen wir jetzt doch mal direkt weiter. Was wir jetzt machen können, ist, wir können unsere Schwester Rhaenys mit dem Erben der Hightowers verheiraten. Die sind jetzt nämlich beide volljährig. Und das können wir... Ach, jetzt geht das mal wieder los. Moment. Also uns fehlt 3033. Und wir haben 618 Tisch. Moment, da müssen wir mal kurz debug. Ihr wisst ja, wie es ist. Was ist mit Unterstrich? Ich glaube ja, Prestige 3033. Achso, da, ich habe die. Nein, verdammt. Ich habe aufs Gold geguckt, nicht aufs Prestige. Was hatten wir denn? Minus 3033. Sind 3118, glaube ich. 3118, muss ich mir jetzt gleich merken. So. Da haben wir es. I gladly accept your marriage proposal. Your sister Rhaenys and my son and heir Paxter will be joined in holy matrimony. May the union bring happiness and fulfillment. Super. Moment. Und dann jetzt nochmal add Prestige. Was hatte ich gesagt? 3118, sage ich jetzt mal. So. Und dann wieder raus aus dem Debug-Mode. Wunderbärchen. Haben wir hier noch irgendwas, was wir machen können? Nee, aber was wir jetzt aber machen werden, unser Aegon, der wird sich jetzt mal... Übrigens, ich wurde ja von einem Zuschauer darauf angesprochen, hier mit seinem Haar, ne, dass das darauf hinweisen könnte, dass hier etwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Und ja, also ich habe keinerlei, ich weiß nicht, ob Daenerys hier fremdgegangen ist und uns hier ein Kuckuckskind quasi ins Nest gelegt hat. Aber ich sag mal, die Haarfarbe der Targaryen-Erben, das war schon immer ein Politikum. Also das... Schon mehrmals wurde das angemerkt, dass da vielleicht etwas nicht stimmen könnte in der Historie dieses Hauses. Und ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich meine, ja, wir sind nicht sowas wie paranoid oder sowas. Ich glaube, wir lassen das jetzt erstmal so geschehen und warten mal, was sich da noch weiterentwickelt. Ich glaube, wir haben da jetzt noch keinen großen Anfangsverdacht. Weil er auch sich gerade mit anderen Dingen beschäftigt. Er will sich ablenken. Wir hatten ja beim letzten Mal ein paar Schicksalsschläge erlitten. Zum Beispiel unsere Mutter ist gestorben. Dann die Frau, die wir schon seit langer Zeit, die wir halt, von der wir uns angezogen fühlen, diese Ritter, die wollte nichts von uns. Und ich glaube, da schaut er sich jetzt nach anderem um, wo er wildern kann. Da hatten wir auch beim letzten Mal, da haben wir so drei Mädels aus dem ganzen Reich, haben wir so angeschrieben und haben jetzt mit denen so eine Briefromanze, so kann man sich das vielleicht vorstellen, am Laufen.
Aber sein Herz schlägt ja sowieso für etwas ältere Frauen und da haben wir hier quasi bei uns um die Ecke, haben wir hier Verluse Stokeworth. Kennt man aus den Büchern und die 37, für Westeros-Verhältnisse ist das schon relativ alt und da werden wir jetzt mal gucken, ob wir da nicht mal landen können. Ach so, wir waren ja vom letzten Mal noch auf diesem Festball in Duskendale. What a feast. I will remember the days spent in Lord Renfrew's halls for a long time to come. Now it is time to wash off the traces of merriment and wine and once more resume my duties as a lord of the realm. Farewell, my vassals. Sehr gut. Und wir können einen Lifestyle-Perk vergeben. Das ist sehr schön. Wo gehen wir denn da? Wir könnten Home Advantage, Seduce, Team Success Chance against Own Courtiers and Guests. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Oder hier Fertility plus 30% ist auch nicht so schlecht. Ja, wir gerade versuchen wir ja niemanden an unserem Hof zu verführen, deshalb gehen wir mal hier auf. Oh, was würde das dann hier? Removes your attraction penalties in seduce schemes. Okay. Aber haben wir ja aktuell nicht. Oh, haben wir für Räger noch gar keine Education? Festgelegt? Doch, Diplomacy. Achso. Oder ist das Standard? Verdammt, ich weiß es gar nicht mehr. Muss ich nach dieser Aufnahme mal schauen, ob ich das verpasst habe oder... Naja, wird ja... Er ist ja erst ein Jahr alt, da wird das noch passieren, was es war. Ah, I have been made aware that Lady Verluse is very close to her father, Alan. Gaining his favor might help me catch Verluse's attention. Okay. Build Fighter, Insightful Thinker, Temperate. Okay. Content, Trusting. Okay, dann würde ich mal sagen, wenn wir das so über ihn wissen... Okay, so weak hook... Ja, okay, aber würden wir, glaube ich, wir würden das hier machen, dass er quasi, dass wir ihm quasi einen Gefallen schulden, weil hier steht jetzt 50% Chance, dass wir das, dass es funktioniert, aber er ist bescheiden und Content, also ach, wie heißt die Vokabel? Wie heißt denn das? Zufrieden. Ich glaube, da würde Geld nicht so viel Sinn machen, deshalb gehen wir hier diesen Weg. The next time we meet, Verluse offers me a wider smile than usual. My father Alan told me of how you helped him and I wanted to offer my thanks. Sehr gut. Also der Vater, der ist schon uralt, der wird es nicht mehr lang machen. Vielleicht müssen wir diesen Gefallen gar nicht mehr einlösen. Und unsere Schwester, die ist jetzt in Old Town, nehme ich an. Ach, sie sind immer noch nicht alle durch. Oh Gott. Das Lines about Legacy. The latest work of my vassal Lord Renfrew, also Rücker, has become all the rage at court of late.
The piece deals with memory and what we leave behind, and Renfred has publicly dedicated it to me. That king of the Iron Throne, men need not fear as lives depart, provided they leave behind them art, and hope only for memory's grace, so that the whole world remembers the face. So far I've kept my thoughts to myself, but the buzz has grown too dramatic to ignore for much longer. I don't know quite how I feel about this. Renfred, I can see this is truly heartfelt. Wir sind ja so auf, wir wollen es ja sehr gut stellen mit unseren Vasallen, so, wir laufen ja so auf der Schiene und deshalb würde ich mal sagen, ja, das ist doch super hier, habt ihr sehr schön geschrieben. Oh! Oh, da ist es passiert. There is no longer the slightest doubt in my mind. My lover Talia has given birth to a son, and we both know that I am his father. Thankfully, Talia has kept quiet about me, and no one else knows the truth, at least for now. Wallace Waters. Okay, jetzt muss Grundsatzentscheidung. I must be very careful about this. You keep the secret to yourself. The world will know of my child. Damit wird es ganz offiziell, dass sie unsere Geliebte ist und dass dass unser Sohn ist. Und ich hatte mir eigentlich überlegt, dass er daraus kein Geheimnis machen wird. Denn ich glaube, das sieht er ein bisschen so als seine Pflicht an, dann auch für seine Kinder zu sorgen. Und das wird natürlich ziemlich auf die Meinung hier von unserer Frau drücken, aber das ist ja sowieso so eine Zweckhochzeit, so eine arrangierte Zweckhochzeit gewesen. Und zu Talia haben wir tatsächlich mehr Gefühle tatsächlich als zu unserer Ehefrau. Und ja, deshalb werden wir hier diesen Bastard als unseren Sohn anerkennen. The world will know of my child. So. Ja, damit ist das auch kein Geheimnis mehr. The secret that Wallace is my child is suddenly on everyone's lips. I already knew that Wallace was the result of my dalliances with Talia, but the repercussions for Wallace could be dire. To have life as a bastard is not an easy thing. Ja, er wäre ja auch so oder so ein Bastard gewesen. Die ist ja nicht verheiratet. Und wir haben eine Stufe Devotion verloren, aber was ich gern machen würde, ist ihm einen Namen geben. Wir könnten ihn legitimisieren, aber das machen wir dann nicht. Das machen wir nicht. Rename the character. So, wir wollen ihm nehmen. Wallace ist ja kein... Wenn er schon in unserer Dynastie ist, dann soll er auch einen Targaryen-Namen haben. Und wir nennen ihn... Muss mal überlegen... Balon. Das ist kein Königsname, also es gab nie einen König namens Balon. Ja. Balon Waters und so, jetzt können wir hier das wieder auswürfeln. In meinen guten Würfel, Moment, das ist, wir haben 5, das ist ein W10. Ja, perfekt. Das ist eine 2, das heißt, er wird Intrigue-Fokus haben.
Oh Moment, was habe ich denn da gesehen? Auch er hat quick and calmly, genau wie leiblicher Sohn ist er ja, unser Erbe. Und er hat auch nicht das Haar von den Targaryen gehabt, sondern er ist so auch blond wie unsere, wie seine Mutter. Ja, das heißt natürlich nichts, weil Daenerys ist die Mutter von Rhaegar, ist ja auch hat ja auch die Targaryen-Farben. Und gut, das Quick, das kann man jetzt mit bei dem Alter noch nicht wirklich halt festmachen irgendwie. Aber dass die beide das Oh, das ist jetzt aber Lord Lucerys. Unsere Hand ist gestorben. Unsere Hand des Königs ist gestorben. Und sein Sohn ist jetzt natürlich Lord Montfort, ist jetzt der Lord von Driftmark und nicht mehr der Kommandant der Goldröcke. Okay, da müssen wir jetzt gucken. Natürlich das Wichtigste zuerst. Wer wird denn jetzt unsere neue Hand? Ich habe mir hier so ein paar... Okay. Zwei Kandidaten stehen da zur Auswahl. Und sie heißen auch noch gleich mit Vornamen. Das eine wäre vielleicht gar nicht so schlecht, nämlich hier unseren Lord Hightower, Baelor Hightower, zu dem wir jetzt so eine Beziehung aufgebaut haben. Oder vielleicht aus so ganz persönlicher quasi so ein bisschen Vetternwirtschaft. Der Vater unserer besten Freundin. Also Baelor Rollingford. Oder wie wär's denn jetzt? Ginge das auch? Kann ich sie auch hier, unsere hier Lady Stokeworth, kann ich die auch zur meine Hand annennen? Ginge das? Könnte ich machen. Und ich glaube, das werden wir auch machen. Oder? Jetzt mal. Ist er so drauf erpicht? Muss ich mal ganz kurz überlegen. Hier kommt mal ein kurzer Schnitt. So, ich habe mich entschieden. Nein, Verlüße wird es nicht. Hat mehrere Gründe. Zum einen, sie wohnt ja sowieso quasi nebenan. Da ist man innerhalb eines Tages da. Jetzt sage ich jetzt einfach mal. Und außerdem, eine Frau hat noch nie als Hand gedient. Und ich glaube, das jetzt so zu machen, das wäre schon ein... Das würden viele andere Lords so ein bisschen als Schlag ins Gesicht hinnehmen, dass man sie dann quasi überspringt. Und ich meine, es klingt scheiße, aber es ist nun mal eine verdammt patriarchalische Gesellschaft hier in Westeros. Und Aegon wird da, glaube ich, jetzt weiterhin das machen, worauf er halt so gedrillt ist. Nämlich sich mit den großen, mächtigen Lords gutstellen und da wählt er dann Lord Hightower. Das Ganze hängt jetzt natürlich davon ab, ob Lord Tyrell da ja sagt. Wie ging das denn noch? Muss man das über Lord Tyrell machen? Nee, hä? Ich würde ihn gern in meinen Rat berufen.
Baylor Rollingford. Nee, ich will gern Baylor Hightower. Ich konnte doch dann bei jemandem quasi anfragen. Ob derjenige, also beim, ob derjenige meinen Rat will. Und dann musste sein, sein Lehnsherr, musste dem dann zustimmen. Wo ist das denn? Warum geht das denn jetzt nicht? Das ist doch scheiße. Aber sag mir jetzt nicht, dass das auch verbuggt ist. Weil dann wird's allmählich, wird's mir allmählich ein bisschen zu viel. Auch hier mal kurz wieder Pause. Hier geht's. Ihn könnte ich invite to the small council. Über, also bei Lord Paramount Walter kann ich das machen. Warum denn nicht hier? Warum geht das denn nicht bei Lord Hightower? Oder bin ich blind und übersehe es? Nee.